Ich wäre beinahe wäre ich auf zwei Reifen an dir vorbeigefahren, Gerd. Das hätte ich gefeiert. Das wäre echt gut gewesen. Die Perspektive hätte ich dann gern gesehen. Ja. Oh, dein Unterboden ist ein bisschen kaputt. Ist rostig, musste man neu machen. Warum fahren wir so langsam? Doof ist, dass bei einer Motorfehlfunktion auch die Spiegel ausgehen. Weil ich einen LKW das ist ein bisschen vor mir, Nachteil. Weil ich einen LKW vor mir habe und nicht wirklich so überholen kann, auf uns halt hinterherfahren. So, jetzt ist frei, Mario. Ja, aber jetzt kommen wir nicht vorwärts, weil es bergauf geht. Genau. Mann, hör doch auf, vom 10. immer in den 12. zu schalten. Maulfotze, wenn es hochgeht. kann auch nicht sein, ey. Ist doch wahr. Dieses Getriebe macht mich wahnsinnig. Am Kreisverkehr. Das ist wahrscheinlich, dieser Eco-Modus. Erst langsamer werden, also sparen, um dann Vollgas geben zu müssen, eine halbe Stunde. Nee, Nico, da geht's nicht lang. Okay, dann fahr ich. Bin ich hier bloß Rennie fahren, weil ich erstmal nicht wusste, wohin. Du wolltest mal gucken, was da ist, ne? Ja, genau. Hui. 236 Kilometer. Und dann muss Mario wieder zurück, weil er die Papiere vergessen hat. Auf der Bahn, wo er sie eh nicht hat. Mein Getriebe kratzt mittlerweile aber auch ein bisschen. Ich habe jetzt auch 21% Schaden an der Zugmaschine. Ne, die sagen gleich von wegen, sie haben doch Fliesen bestellt. Warum liefere ich keinen Sand sein? Habt ihr da jetzt eigentlich einen Kreisverkehr gesehen? Nö. Oh, da ist eine Werkstatt. Ich lebe Abstotzka! Was? Nee, falsche Taste. Oh, da konnte ich jetzt nicht so schnell bremsen. Oh, war da eine Ampel? Ja. Bitte rechts halten. Motorfehlfunktion. Wisst ihr, was er bei mir sagt? Nee. Niedriger Tankstand. Kommt aber gleich wieder eine Tankstelle. Herrlich. Was machst du? Ja, keine Ahnung. Hast du ein Loch im Tank oder was? Mit Mario Rini ritzt. Ja. Ich hab vielleicht ein Viertel weg. Ach, Stoli. Ich hab jetzt Unilo eine dritte Mal getankt. Boah. Jo. Den hast du mal volle Kanne weggeschubst. Route neu berechnen. Was ist das auch für eine Tankstellenausfahrt? Was zur Hölle? Oh, hallo? Puh, das war knapp. Was? Guckt euch das Bild auf dem Navi an, wie wir jetzt fahren sollen. Nee, das machen wir aber nicht. Nee. Nee. So fahren wir nicht. Ich würde sagen, wir fahren gleich einfach hier wieder raus. Okay. Ja. Das sehe ich aber auch so. So. Nico muss jetzt kurz die 5 Liter, die in seinen Tank passen, reintanken. Ja, es tut mir leid. Wie viele Kilometer haben wir noch? Ah, hier kommt noch dreimal tanken. Ja, hier, zu mir. Hier können wir wieder auf die Autobahn fahren. Wir haben noch kann ich dir gleich sagen, wenn wir wieder auf der Bahn sind. 200 Kilometer. Wow, das ist die Autobahnauffahrt. Alles klar.
Wie viel? 300? Gib Gas und trägt erstmal eine Motorfehlfunktion. 200, ja. Nutzen wir mal die ganze Länge des Beschleunigungsstreifens. Was ist denn das für eine Auffahrt mit so einem Mini-Beschleunigungsstreifen auch noch? So ein Elend, wenn dich selbst der rumänische Betonmischer überholt, ey. Gar nicht wahr. Hey, ich hab gesagt, gar nicht wahr. Hallo? Der muss da durch, Gerd. Der fährt einfach eilig. Weiter. Der fährt einfach weiter. Der lässt sich von Deutschen nicht beeindrucken. Ich ramm den voll in die Seite und den juckt das noch nicht mal. Der ist bestimmt schon gebunden, der Zement. Ich krieg dich. So, jetzt bleibst aber stehen. So. Stimmt aufgefallen. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Warum hat der Nico sich eigentlich auf den Standstreifen verzogen? Das weiß ich nicht. Ich brauch Navi! Mach mehr Navi! Bitte rechts! Und dann links! Ja, ich hab. Dritte Ausfahrt nehmen! Dann nimmt er wieder die Abkürzung, tja! Bio auch. Ich fahr den Kreisverkehr sauber aus. Mit vorgeschriebener Geschwindigkeit. Natürlich. Mir ist egal, ob hier was kommt oder nicht. Nehmen wir die Schienen rechts? Nee. Warum nicht? Fährt ein Zug nach nirgendwo. Werden wieder dreimal alle Gänge durchgeschaltet, bevor man wieder beschleunigen kann. Ob man über den KV auch hätte einfach drüber hügeln können? Dafür ist der Meter, glaube ich, ein bisschen hoch, oder? Was war das? Was hast du denn jetzt runtergeschmissen? Ja, das war dieses... Das E27 oder solche Nupsis zum Festdrehen von diesem. Aber wisst ihr, was geil ist? Und das sieht man in meiner Aufnahme. In dem Moment, wo ich mit meiner kompletten Ladung mittig über den Kreisverkehr fahre, fällt beim Ding alles runter. Genau in dem Moment. Also man hätte glaubt... Kannst du weiterfahren, Nick, oder? Ja, schon. Ich bin nur ein bisschen weiter hin. Man hätte glauben können, es wäre jetzt mir passiert. Mann, dieses Getriebe nervt. Boah, ich muss nächstes Mal wieder selber schalten. Das ist unglaublich nervig. Der schaltet ständig zwei Gänge hoch und dann ist die Drehzahl so niedrig, dass da gar nichts mehr kommt. Wir haben es ja fast geschafft. 100 Kilometer noch oder so. 120. Ja. Nico, hau ab! Ah, jetzt weiß ich, was da für eine Zeit runterläuft im Display, im Dashboard. Katze muss gerade auf Handy gucken, tut mir leid. Das ist die Zeit, die man noch braucht, bis man am Ziel ist. Alter, ey. Gerd ist auf zwei Reifen unterwegs. Aua, ehrlich, du. Was denn? Hör, wieso links geht doch rechts? Was soll denn der Kack, hä? Links halten. Ach, deswegen. Kommt er nicht hinterher, oder was? Doch, da. Biege nach links ab. Nico und ich hatten uns nur ein bisschen über deine Bodenfreiheit gewundert. Wird nämlich immer größer. Ja. Ich glaube, Nick ist ziemlich weit weg. Sollen wir mal langsamer fahren?
Ja, denke ich schon. Ich versuche zumindest aufzuholen. Aber 50 in der Stadt. Es sieht abenteuerlich aus, was ihr da vorne macht. Schön beiseite geschoben. Na. Ist er ja schon wieder. Ja. Direkt eine Motor-4-Funktion. Hallo Mario. Hallo Gerhard. So, wenn ich da jetzt einschlage, wo liegst du? Hast du den Ruf? Ist aber hartnäckig, der Typ hier neben mir. Boah. Ja, jetzt hast du ihn aber doch noch rausgeholt, wa? Motor für Funktion. Gerade wieder los und direkt wegkommt. So, Motor für Funktion bei mir auch. Wo müssen wir denn überhaupt eigentlich hin? Immer geradeaus, wa? Ja, ja. Wollt ihr mir was in den Weg legen? Ich mach das nicht. Hier sind Autofahrer, die schlampen hier zu. Ich werde fest, da werden immer mehr hier. Diese Ausfahrt. Der Nick, Alter. Scheiße. Der Bus lässt sich davon nicht beeindrucken. Ja, das ist leider häufiger so. Irgendwas hinterher. Alter, ich klebe an dir, Alter. Ich hab den LKW gebremst. Oh! Boah! Guck mal, jetzt haben wir es ja rechts geschafft. Rechts abbiegen. Rechts. Rechts, Nico! Rechts! Motor Fehlfunktion. Biege nach rechts ab. Weg da! Platz da! Kann dieser Motor jetzt mal wieder angehen? Hallo. Oh, jetzt leckt es aber ohne Ende hier. Ja, haben wir schon. Ich bin dem Nick mal reingescheppert, weil ich ihn eigentlich anschieben wollte. Bumm, flog ich da halb durch die Luft. Ja, und sollte ich mir auch nicht reinscheppern. Und jetzt drückt der Nico ganz leicht. Ich hab das schon gesehen. Links ab. Ach guck mal, so wie das Gelände da aussieht, können die doch Kalksandstein ganz gut gebrauchen, oder nicht? Motorfehlfunktion. Halt, wir müssen irgendwo da hinten lang. Was war das denn? Was denn? Gerd ist mit einmal aufgetaucht. Das hat Nick Mario noch nicht mal gemerkt. Der kam schön von der Seite. Was war denn? Ich bin ungebremst in deinen Auflieger. Nee, das habe ich wirklich nicht gemerkt. Das macht doch nichts. Nico hat's gesehen. Boah, endlich da. Also eigentlich hätte Mayo liegen müssen, so wie ich da reingebrettert bin. Ja, ich glaube, ich hab das noch ein bisschen abgefedert.
Einmal Kalk-Sandstein, bitte. Wobei, ich glaube, ich liefere nicht mal mehr Sand. Ich glaube, wenn du die Tür aufmachst, kommt da nur Staub. eine ganz kleine Staubwolke. Und der Mehl. Eine pure Mehl. Einfach nur noch Staub. Du machst die Luke auf hinten und dann kommt da nur eine ganz kleine Staubwolke, so ein und dann ist alles weg. Mehr ist da nicht. So, meine Herren, es war mir eine große Freude. Ja, dito. Nächstes Mal werde ich dafür sorgen, dass ich denn mal Fähigkeiten drin habe in dem Profil. Ja, das wäre ja mal was. Wie, was will denn der jetzt von mir? Wow, jetzt bin ich echt wieder einen Millimeter aus dem scheiß Bereich raus, oder wie? Aha. Mal dran, den Bord. Rücksichtslos wirft man mir vor. Ja. Verstehe ich jetzt aber gar nicht. Lad doch ab. Danke. Ja, damit endet der Konvoi hier. Wir gucken mal, was wir noch so anstellen werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.